Oh Mann, das hätte ich fünfmal geschafft. Fünfmal. Bei mir ist es hier immer so, immer wenn ich hier die scheiß Einfahrt runterfahre, kommen immer eine Million Autos. Und ich sehe, also ich, wenn ich runterfahre, sehe ich diese Lücke an nicht vorbeifahrenden Autos. Und die verpasse ich jedes Mal und dann stehe ich da immer. Was wollte ich denn jetzt sagen? Oh, geht schon wieder los, ey, dass ich die Hälfte schon wieder vergesse. Ich sollte mir wirklich mal ein Skript schreiben. Nein, Geschmarri, das mache ich auf keinen Fall. Genau darum geht es ja im Blablamkar. Einfach meinen Gedankendurchfall an euch auszulassen. Ha. Ich habe den Fluvo-Kinderquark immer noch nicht gefunden. Sind mittlerweile schon ein paar Wochen her. Und ich bin mal wieder zu spät dran. Ich muss in 10 Minuten in der Arbeit sein und ich weiß einfach nicht. Wow! Ha, kirschgrün. Und ich weiß einfach nicht, was ich den ganzen Morgen mache. Ey, das ist echt nicht. Ich stehe 2 Stunden vorher auf, bevor ich. Ey, ich habe aber meinen Eyeliner heute voll geil hinbekommen, ne? Vor allem, ich habe nicht einmal geschaut in den Spiegel geschaut, weil ich habe für meine Freundin ein Tutorial aufgenommen, wie ich meinen Eyeliner ziehe und wie ich meine Wimpern drauf mache. Und deswegen konnte ich nicht gescheit in den Spiegel gucken, weil da war das Handy, da war der Spiegel, habe ich dann immer so geschaut und jetzt, das müsste ich ja nicht immer so machen. War ich denn jetzt schon wieder? Ah ja, was ich jeden Morgen immer so mache. Ich bin immer zu spät dran und ich habe echt keinen Plan, warum. Ich stehe morgens auf, ich habe ja schon mal so eine Morgenroutine aufgenommen, die könnt ihr hier sehen. Boah, war das die richtige Seite oder hier sehen? Ja, ich feier schon, ey, Alter, machen sie gleich Lichthupe, ja? Wollen wir mal kurz ein bisschen langsamer fährt. Die sind ja fast so wie ich, ey. Auf jeden Fall, ich stehe morgen in der Früh auf. Okay, das ist jetzt voll krass. Nackte Tatsache. Ey, sowas ist voll ablenken, ja? So, da ist ein Werbeschild von Netto. Und da ist eine nackte Frau drauf, die ein paar Äpfel vor ihren Möpsen hält. Und das soll keine Unfälle provozieren. Ey, das hat sogar mich abgelenkt als Frau, ja? Er hat schon hübsch ausgeschaut. Aber dennoch, das ist so voll. Wow. Ey, und warm ist mir jetzt auch noch. Irgendwie ist mir immer warm da herin. Und Haare kämmen konnte ich irgendwie auch nicht. Aber das ist ja sowieso nicht so mein Fachgebiet. So um 11:45 muss ich das Arbeiten anfangen. Und um 10.30 Uhr erst habe ich mit meinem Frühstücken aufgehört. Ja? Da habe ich meine YouTube-Videos ausgemacht. Und bin dann ins Bad. Und ich weiß nicht, was ich eine Stunde lang da gemacht habe. Ich meine, die Haare sind nicht gekämmt. Ich habe nur einen Eyeliner drauf. Und dieses Mal ist mein Make-up ja auch so voll perfekt, oder? Ich habe nicht einmal Lippenstift drauf, sondern bloß den Rest Make-up drauf geklatscht. Ey, keine Ahnung. Ich glaube, ich verschwende auch zu viel Zeit mit blöd schauen. Hier habe ich so volles Doppelkinn, ey. Ey, ich brauche eine neue Kamera, die mich ein wenig schlanker macht. Oder? Ha, das sieht man nicht. Es hat einmal einer in die Kommentare geschrieben, ich soll ein bisschen was über diese E-Bikes und E-Scooter und so sagen. Und wie kacke die Teile doch sind. Also ich muss sagen, ich weiß echt nicht, wieso sich da welche aufregen. Bei uns in Nürnberg, da gibt es die ja zum Ausleihen. Also die stehen immer irgendwo rum. Und ich glaube, da musst du dir eine App aufs Handy laden. Und wenn du irgendwo hin willst, kannst du dir diesen E-Scooter ausleihen. Und dann irgendwo hinfahren, ja? Ey, das ist doch saugeil! Ohne Scheiß, derjenige, der auf die Idee gekommen ist, der hat kostenloses Essen irgendwo verdient. So die höchste Auszeichnung, die man bekommen kann, kostenloses Essen. Weißt du, was die Leute dagegen haben? Okay, das Einzige, was da echt kacke ist, die behinderten Deppen stellen diese E-Bikes, diese E-Scooter einfach irgendwo hin. So, sogar auf der Straße habe ich schon gelesen, dass die einfach diese E-Scooter abstellen. So, das sind wahrscheinlich wieder irgendwelche Teenies halt, die sich denken, ich bin voll witzig, weil ich den Straßenverkehr durch den E-Scooter lahmleg. Ah, ich bin so geil. Nein, du bist dumm und behindert, kleiner Spast. Oh, und ich war früher genauso, ohne Scheiß. Ich fand sowas auch voll witzig, aber es ist einfach nicht witzig. Es ist total behindert, das irgendwo auf dem Gehweg abzustellen, okay. Das geht schon, aber es auf die Straße oder was wirklich den Verkehr behindert. Das, ich glaube, deswegen regen sich die Leute auf. Ach ja, und dann habe ich dann auch noch gelesen, oh, es gab schon einen tödlichen Unfall mit dem E-Bike
von irgendjemandem. Und ja, tödliche Unfälle sind natürlich immer schlimm, aber da ist doch nicht dieses E-Bike dran schuld. Es gibt tödliche Unfälle mit Autos, mit Radfahrern, mit Flugzeugen. Muss man deswegen doch nicht irgendwie die ganze Schuld auf ein E-Bike abwälzen. Das ist genauso, wie das immer die Killerspiele an allen schuld sind, wenn irgendein Typ in der Schule Amok läuft, dass der aber jahrelang gemobbt worden ist von irgendwelchen anderen Spastis. Das ist auf keinen Fall so. Nee, das, weil welcher Depp ist schon emotional zerstört, wenn er sein Leben lang gemobbt wird und der Kopf in der Toilette stecken, nach keine Ahnung, was die da alles machen, um zu mobben, ja? Aber die Killerspiele, die sind schuld. Kennt ihr Phoenix Wright? Dieses Anwaltsspiel? Wenn ich das spiele, bin ich auf jeden Fall auch ein Anwalt. Und da kann ich dann auch alles. Oder hier, wenn ich FIFA spiele, bin ich auch ein Profi-Fußballer. Absoluter Quark, ey. Bis 20 km/h, glaube ich, braucht man keine Zulassung. Und ab 20 km/h braucht man eine Zulassung, glaube ich. Irgendwie so war das. Was ich auch völligen Schwachsinn finde, ey, ich habe schon Radfahrer an mir vorbeifetzen sehen, da bin ich 30 gefahren. Und der behinderte Radfahrer war schneller als ich. Ja. Braucht der eine Zulassung für sein Fahrrad? Ich glaube nicht. Normalen Elektrobikes, also ich rede hier von zwei verschiedenen, ne? Weil es gibt auch so ein Elektrobike, das, da musst du überhaupt gar nicht in die Pedale treten. Das fährt einfach so los, wie so ein Roller, ja, oder so ein Mofa, aber halt ein bisschen kompakter. An diese normalen Elektrobikes, die so einen Motor hinten dran haben, da brauchst du ja auch keine Zulassung und nichts. Mein Vater hat sich auch so ein Ding geholt und fährt damit immer Kippen holen. Und da hat er auch keinen Wisch. Also ich verstehe die ganze Aufregung von den ganzen E-Bikes mal so überhaupt gar nicht. Wie ist denn da eure Meinung dazu? Naja, okay, ich brauche eigentlich gerade was sagen. Ich werde mir nie so ein Ding zulegen, weil ich einfach mein Auto liebe. Ich werde nie auf dem Fahrrad fahren. Ich hasse Radfahren. Dann dauert alles so lang. Mit dem Auto bin ich einfach schneller irgendwo. Und ich bin von Wind und Wetter und alles Mögliche geschützt. So. Diese Parkplatzpanik hier schon wieder. An einem Samstag. Ey, ich nehme Blabla im Kragen wie immer samstags auf, merke ich gerade. Alter, park doch einfach. Was willst denn du? Ey, jetzt sind wir da. Vor mir sind Autos, hinter mir sind Autos. Links, rechts, überall sind Autos. Hat ein Parkplatz. Was willst denn du jetzt? Ach so. Ey, da musst du ein Studium haben, um bei dem Parkplatz hier durchzublicken. Und voll schief hat er sich auch noch nahe gestellt. Oh shit! 11.45 Uhr. Ey, ich komm so was zu spät zu meiner Spätschicht. Das darf ich niemandem erzählen, ey. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut mal ein paar Themen in die Kommentare rein, damit ich weiß, über was ich mich so ein bisschen aufregen kann. Und ey, hier ist gar kein Parkplatz frei! Ey, ich muss meinen Chef anrufen. Sorry, ich komm nicht. Da ist nirgendwo ein Parkplatz frei. Ah. Ey, am Arsch der Heide schon wieder. Und dann unterhalten wir uns mal ein bisschen drüber. Dann erzähle ich, dann klatsche ich euch mal meine Meinung ins Gesicht. Und ich muss mich jetzt beeilen. Ich wünsche noch einen schönen Tag. Bis bald, eure Next.